Fliegen ist ja immer schon irgendwie in den Gedanken der Menschen so eine Sache gewesen. So der Traum vom Fliegen ist schon sehr, sehr alt. So Gebrüder Wright und Leonardo da Vinci oder sowas sind Leute, die daran gebastelt haben und teilweise auch Fortschritte gemacht haben. Und jetzt geht es um das Ganze auch zu simulieren. Online fliegen. Und damit bitte eine Runde Applaus für Marvin. Ja, guten Abend zusammen. Ich heiße Marvin. Ich möchte mit euch heute über das Thema der des Online-Fliegens in Simulationen reden. Da jetzt auch gleich der Hinweis, alles was man hier heute Abend hört, sieht und lernt, ist rein für den Flugsimulationszweck geeignet und nicht im realen Leben zu gebrauchen. Warum möchte ich jetzt überhaupt online fliegen? Die Gründe können von Person zu Person unterschiedlich sein. Die einen möchten einfach nur was Neues lernen. Wie funktioniert eigentlich Luftverkehr? Was machen Piloten eigentlich den ganzen Tag im Cockpit? Wie funktioniert Kommunikation? Man sucht eine neue Herausforderung. Man macht einen Flugsimulator an, man bringt das Flugzeug irgendwie in die Luft, man dreht ein paar Runden, tut spektakulär abstürzen und fragt sich, und jetzt? Und es macht halt einfach viel mehr Spaß, mit echten Menschen in Gruppen, bei Events, zusammen online zu fliegen. Das ist natürlich die erste Frage. Wie kann ich überhaupt online fliegen? Die Antwort ist Online-Netzwerke. Es gibt da verschiedene Online-Netzwerke, die von vielen Menschen, Gruppen, Vereinen mit viel Hardware verteilt über die ganze Welt aufgebaut werden, um diese global umspannenden Flugsimulationen überhaupt möglich zu machen. Man muss immer dabei bedenken, alle Menschen machen das rein aus einem Hobby raus. Da steckt kein Gewinngedanke hinten dran, da steckt keine Firma hinten dran. Das ist alles einfach, weil irgendjemand Bock drauf hat. Folgende Netzwerke gibt es. Ich habe da jetzt mal so eine Auswahl von denen, die ich kenne, denen ich schon gehört und selbst geflogen bin. Darunter die zwei größten, WetSim und IVAO. WetSim steht für Virtual Air Traffic Simulation und IVAO für International Virtual Aviation Organization. Das jüngste Netzwerk, das ich kenne, ist POSCON. Es ist immer noch stark im Aufbau, aber auch schon tatsächlich im realen Betrieb. Und ich habe noch zwei Exoten mitgebracht, darunter Pilot Edge und JoinFS. Der Hauptteil dieses Abends wird über WatSim gehen. Ich möchte jetzt aber erstmal noch über Pilot Edge und JoinFS reden. Weil, wie gesagt, die zwei fallen hier so ein bisschen aus der Reihe. Fangen wir an mit JoinFS. JoinFS ist tatsächlich nicht wie die anderen Online-Netzwerke, dass irgendwo jemand ein Netzwerk betreibt und wir uns einfach verbinden, sondern wir starten dieses Netzwerk auf unserem eigenen Rechner. Damit läuft bei uns ein Client, der redet mit dem Flugsimulator und sammelt Daten. Daraufhin fangen die anderen Clients alle miteinander über Peer-to-Peer zu reden. Peer-to-Peer ist eine Technologie, das bedeutet, Rechner reden direkt miteinander und nicht über irgendeinen Server. Genau. Des Weiteren bietet der Client von JoinFS ein paar witzige Funktionen, die man tatsächlich in Verbindung mit WatSim verwenden kann. Wir können uns zum Beispiel ein Cockpit teilen in einem Flugzeug. Wir können die Session aufnehmen und später wieder ablaufen lassen. Und was ganz lustig ist, man kann sich auch einfach selber aufnehmen und dann abspielen und dann mit sich selber einfach weiterfliegen, was tatsächlich in der Videoproduktion sehr witzige Funktionen liefert. Das andere Netzwerk, das ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist Pilot Edge. Pilot Edge ist tatsächlich eine Firma hinten dran, die ein bezahltes Netzwerk zur Verfügung stellt. Dort sind dann aber tatsächlich Leute, die garantieren, dass die Flughäfen besetzt sind. Bei WatSim ist alles ein Hobbyprojekt. Wenn man in Deutschland morgens um 8 unterwegs ist, wird wahrscheinlich eher tote Hose sein. Dafür muss man dann rüber nach Amerika, wo dann die Zeiten eher in den späten Abend hineingehen. Bei Pilot Edge ist es so, jeder Flughafen, der in der Region sitzt, ist bedient.
Die Zeiten sind für uns tatsächlich sehr praktisch, denn sie sind von 16 bis 7 Uhr morgens. Und Pilot Edge ist halt ein Schulungsnetzwerk. Da kriegt man tatsächlich mal ein bisschen mehr Hilfestellung. Wen es interessiert, das ist der Bereich der Westen von der USA, die abgedeckt sind. Jeder dieser Punkte ist halt ein besetzter Flughafen. Kommen wir aber zum Hauptnetzwerk für heute Abend. WATSIM. Warum WATSIM und nicht Aveo? Ich bin halt mehr auf WATSIM unterwegs als auf Aveo. Daher hier ein paar Fakten. Gegründet wurde WATSIM 2001. Es ist also auch schon sehr lange vorhanden, wurde immer mal wieder modernisiert. Es zählt ungefähr 79.000 aktive Mitglieder, von denen so im Schnitt laut Statistik 8.000 gleichzeitig online sind. Jetzt ist es natürlich so, ein großes Netzwerk, weltumfassend, da muss auch ein bisschen Struktur hinten dran sein. Tatsächlich ist die Struktur recht, sagen wir mal, komplex. Die Welt ist in drei Regionen aufgeteilt. Amerika, Europa, Mittler Osten, Afrika und der asiatisch-pazifische Bereich. Wir gehen jetzt erstmal auf den europäischen weiter ein. Der ist halt wieder unterteilt in tatsächlich den kerneuropäischen Teil, WATT-EUD, den mittleren Osten und Nordafrika, den südlichen Afrika sowie UK, United Kingdom und Russland. Die sind nochmal extra separiert. In der europäischen Variante, Division, ist alles nochmal in Länder unterteilt. Für uns ist natürlich interessant das Land Deutschland. Das ist wiederum in Regionalgruppen unterteilt. Regionalgruppen richten sich ein bisschen an größeren Flughäfen und sind auch durch standardisierte Karten ein bisschen eingegrenzt. Komme ich später noch zu. Und für uns zum Beispiel wäre die Region Frankfurt interessant, jetzt hier für die Ecke Karlsruhe. Jeder dieser Abteilungen hat halt einen Direktor, der hauptverantwortlich ist. Aber natürlich kriegt so ein Mensch das nicht alleine hin. Da stecken viele hunderte von Menschen hinten dran, die Events organisieren, die Mentoring machen, die Ausbildungssysteme machen und viele weitere Aufgaben. Wo ich es gerade schon mal angesprochen habe, das Ausbildungssystem. Tatsächlich kann man sich in WATSIM ausbilden lassen. In WATSIM ist alles sehr stark ans reale Leben orientiert. Das Ausbildungssystem wurde stark umstrukturiert in den letzten Jahren. Ich kann zum Beispiel die private Pilotenlizenz in WATSIM machen. Wie am Anfang gesagt, alles hier, was ich sage, gilt nur für Flugsimulatoren. Die Ausbildung ist komplett optional. Man braucht sie nicht. Es ist eher so ein weiterer Anreiz. Also ich kann in WATSIM tatsächlich lernen, wie die private Pilotenlizenz aufgebaut ist. Ich muss die Theorie machen, eine Prüfung, ich muss Praxis machen. Theoretisch kann ich dieses Wissen dann auch in der realen Welt verwenden. Darf es aber nicht. Alles Flugsimulation. Jetzt ist es natürlich so, ja, eine Ausbildung wird nicht erwartet, aber wenn man jetzt fliegen möchte, gibt es so ein paar Voraussetzungen, die sollte man mitbringen. Ist eigentlich ganz einfach, man sollte ein Flugzeug bedienen können. Man sucht sich irgendeins in seinem Flugsimulator seiner Wahl aus und schaut einfach mal, wie kriege ich das Flugzeug an? Wie kann ich rollen, dass ich von A nach B komme? Wie kann ich starten? Wie kann ich landen? Und wie fliege ich jetzt eine kontrollierte Kurve und fliege einfach geradeaus? Je nach Flugzeugtyp hat man das eigentlich innerhalb von 2-3 Stündchen raus. Zumindest gut genug, dass es reicht für erste Erfahrungen im Online-Netzwerk. Was wird benötigt? Ja gut, einen Internetanschluss. Wir sind ja schließlich online unterwegs. Dann brauchen wir bei WATSIM selber einen Account. Es kann auch sein, dass wir, je nachdem, wie wir uns beteiligen möchten, noch ein paar mehr Accounts brauchen. Zum Beispiel für WATSIM Germany gibt es Forum, da braucht man nochmal einen extra Zugang. Wir brauchen natürlich einen Flugsimulator und einen Client, mit dem wir uns in dieses Netzwerk verbinden können. Und Zeit. Man sollte auf jeden Fall viel Zeit einplanen. Tatsächlich ist es so, wenn ich abends mal eine Runde fliege, 2-3 Stunden für einen kurzen Flug sind nicht unüblich. Je nachdem, wie viel auf einem Flughafen gerade los ist.
Internet, gehe ich jetzt mal von aus, haben wir. Accounts sind schnell angelegt. Flugsimulatoren. Weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen Flugsimulator geöffnet? Okay. Ich gebe mal eine kurze Übersicht, was es überhaupt für welche gibt. Der wahrscheinlich aktuell bekannteste ist der Microsoft Flugsimulator. Da wurde der erste Teil 1982 veröffentlicht und sah so aus. Mittlerweile der neueste Teil von 2020. Fotorealistische Grafiken, volumetrische Wolken, Gebäude aus dem 3D-Scanner. Er sieht bombastisch aus, er macht viel Spaß. Man braucht einen sehr potenten PC. Es gibt auch noch den Flight Simulator X von 2006. Mittlerweile in der Steam Edition, weil Microsoft selber, glaube ich, keine Server mehr betreibt. Das läuft jetzt alles über Steam. Und ja, der lebt auch noch. Der wird sogar noch sehr gern verwendet. Und es gibt Prepare 3D. Der wurde von Lockheed Martin also Microsoft Flight Simulator X wurde irgendwann nicht weiterentwickelt und Lockheed Martin kam und hat den Source Code gekauft, um eine eigene Trainings- und Schulungssoftware zu schreiben. Die heißt Prepare 3D. Die ist eigentlich nicht für den Endnutzer zur Verfügung. Es gibt auf WhatsApp trotzdem welche, die dann mitfliegen. Es gibt noch X-Plane. X-Plane ist auch schon ein etwas älterer, aber doch teilweise, je nachdem, wo man rumfragt, unbekannterer Flugsimulator. 1993 kam der erste auf den Markt. Mittlerweile ist er in Version 11, mit Version 12 in naher Zukunft. Und ja, er hat jetzt keine Satellitenbilder und 3D-Gebäude, aber grafisch muss auch der sich nicht verstecken. Hier eine kleine persönliche Meinung. Ich mag X-Plane mehr. Da ist die Physik ein bisschen akkurater. Aber das ist ein sehr großes Streitthema in der Community. Es gibt eigentlich nicht den perfekten Flugsimulator. Wer jetzt nichts kaufen möchte, für den gibt es noch Flight Gear. Das ist ein Open-Source-Flugsimulator. Gibt es seit 1997 und kann auch mit Online-Netzwerken verbunden werden. Dadurch, dass der nicht so diese breite Masse erreicht, ist es ein bisschen trickreich, den mit einem Online-Netzwerk zu verbinden, aber es geht. Gut, wir haben uns jetzt für einen Flugsimulator entschieden. Jetzt brauchen wir einen Client. WhatsApp Clients gibt es in, eigentlich nur noch zwei Ausführungen, vPilot und xPilot. Je nachdem, ob wir einen Microsoft-Flugsimulator oder xPlane verwenden, verwenden wir den einen oder den anderen. X-Plane gibt es tatsächlich für Linux, Mac und Windows, wobei man da aufpassen muss, es gibt für Flugsimulatoren Drittsoftware zu kaufen. Neue Flughäfen, neue Flugzeuge, Add-ons, die irgendeine Funktion hinzufügen. Viele von denen funktionieren nur auf Windows. Ist schade, aber ist leider so. Für Flight Gear wird Swift verwendet. Das ist der einzige, der hier so ein bisschen aus der Reihe tanzt. So ein Client ist folgendermaßen aufgebaut. Ich zeige es jetzt anhand von xPilot. vPilot sieht bis auf ein paar grafische Besonderheiten genau gleich aus. Wir hätten hier oben Informationen aus unserem Flugsimulator selber. Nämlich die eingestellte Frequenz auf COM1 und COM2. Und ob wir empfangen oder senden. Wie man hier jetzt sieht, wird bei diesem Flugzeug auf der 135,55 gesendet und gehört und auf COM2 nichts von beidem. Es ist tatsächlich möglich, auf zwei Frequenzen gleichzeitig zu hören, aber nur auf einer zu senden. Wo wir jetzt hinsenden möchten, können wir hier unten drunter sehen. Dort wird angezeigt, welche Controller, Towers und sonstige Funkstationen, die wir erreichen können, gerade online sind. Tatsächlich sollte man das immer ein bisschen im Auge behalten. Es kann nämlich sein, dass man losfliegt, niemand da ist, aber dann doch einer online kommt und dort auftaucht. Dann sollte man zumindest mal Hallo sagen, dass man gerade in seinem Luftraum ist. Hier auf der rechten Seite befindet sich ein Chat. Der wird vor allem verwendet für
wenn die Kommunikation nicht ganz rund läuft, das Mikrofon irgendwie rauscht, der Nutzer sagt, er hat kein Headset, dann kann tatsächlich zur Kommunikation auch dieser Chat verwendet werden. In der oberen Zeile, in der oberen Zeile, wo Disconnect und Mode Z steht, haben wir halt ein paar Informationen, ob wir gerade mit dem Netzwerk verbunden sind oder nicht, ob wir uns disconnecten möchten zu Mode Z. Was das bedeutet, komme ich gleich. Ident ist ein Knopf, den man nur drückt, wenn der Turm einem sagt, hey, mach mal in Ident, ich suche dich, ich finde dich nicht. Mit Flightplan können wir einen Flugplan ausfüllen. Und Settings sind die Settings des Clients selber. Da kann man einstellen, welches Mikrofon, welcher Lautsprecher, Lautstärke etc. Ich hänge hier fest. So, nun haben wir uns also auch für einen Client entschieden. Jetzt brauchen wir nur noch Zeit zum Lernen. Eine kurze Begriffserklärung für den weiteren Verlauf dieser Präsentation. Ein Transponder ist ein Gerät im Flugzeug, mit dem wir einen Squawk-Code einstellen können. Der Squawk-Code ist eine Art Identifikationsnummer für den Turm selber. Er sagt uns dann, du hast jetzt den Squawk-Code 1234, den stellen wir in unserem Transponder ein. Und dann sieht er auch auf seinem kleinen Radarbildschirm, hier fliegt gerade Flugzeug 1234. Mode Z bedeutet, dass der Transponder auch Flughöhen senden kann. Tatsächlich auf Watzim Pflicht. Aber da ist es egal, ob es das Flugzeug kann oder nicht, das macht der Client automatisch. Da tun sie so ein bisschen vom realen Abschweifen. Und ansonsten gibt es den Flight Level, abgekürzt FL, beziehungsweise die Flughöhe. Das ist die Flughöhe nach barometrischem Standarddruck. Wir wissen ja alle, es gibt Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete. Und in der Fliegerei wird die Höhe anhand des Luftdrucks bestimmt. Und wenn wir jetzt in einem Tiefdruckgebiet starten und in ein Hochdruckgebiet fliegen, verändert sich die Höhe in eine bestimmte Richtung, die ich jetzt vergessen habe. Aber es gibt eine bestimmte Flughöhe, ab der auf den Standarddruck zurückgegriffen wird. Dafür gibt es in den Flugzeugen meistens einen Knopf, den drückt man, dann steht beim Luftdruck nur noch Standard. Und solange alle Flugzeuge nach demselben Standarddruck fliegen, ist es egal, ob sie in einem Hoch- oder Tiefdruckgebiet fliegen, sie werden immer auf der groben gleichen Höhe fliegen. Und wie bereits gerade eben erwähnt, es gibt einen Flugplan, den muss man in bestimmten Fällen ausfüllen. Der sieht jetzt ein bisschen erschlagend aus, aber im Grunde ist der... Die Technik. Recht einfach, in den oberen Zeilen schreiben wir einfach hin, wer sind wir, was haben wir vor, wo möchten wir hin, wann möchten wir das tun. In der mittleren Zeile beschreiben wir, über welche Richtung möchten wir dahin, also von Start nach Ende über Wegpunkt A, B, C. Und im unteren Teil kommen ganz spezielle Dinge, die für Überseeflüge interessant sind. Die letzte Zeile ist tatsächlich nochmal für alle interessant. Da kann man Remarks, also Notizen hinzufügen. Zum Beispiel, ich bin neu oder ich kann nicht so gut Englisch. Und ob man jetzt ein Mikrofon hat oder über Chat reden möchte. Gut. Was darf man jetzt eigentlich außer fliegen und sich benehmen auf so einem Online-Netzwerk noch? Tatsächlich darf man Notfälle simulieren. Man muss aber vorher fragen. Wenn man jetzt also man sagt, man hat jetzt bei seinem Flugzeug random Fehler eingebaut, zufällige Fehler, und auf einmal tritt einer ein. Dann kann man beim Tower sagen, hey du, ich hätte einen Mayday, ist das okay? Und dann sagt er ja oder nein. Wenn der ja sagt, können wir damit weiterführen. Also es ist nicht unüblich, dass mal irgendeiner Notfall anfragt. Falls der abgelehnt wird, müssen wir natürlich den sofort beenden. Falls wir das nicht können, müssen wir halt vom Netzwerk runter. Wir dürfen auch das Cockpit verlassen.
es klingelt, die Pizza ist da. Man sagt kurz, hey Tower, ich muss kurz 5 Minuten weg. Im Normalfall wird es mit einem Okay quittiert. Es geht halt darum, dass er weiß, er kann uns gerade keine Anweisung schicken. Also sagt er den anderen Flugzeugen, dass sie uns ausweichen müssen. Es kann auch sein, dass das Ganze abgelehnt wird. Ja, da muss man halt das Netzwerk kurz verlassen, den Simulator pausieren, wieder einsteigen und dann weiterfliegen. Man sollte nicht vergessen, auch zu sagen, wenn man zurück ist. Damit der Tower weiß, na, der kann jetzt wieder fliegen. Man darf auch mit eigenem Wetter fliegen. Sagen wir fliegen jetzt ein kleines Flugzeug und es ist gerade Orkan, 120 Kilometer Sturm, Hagel, Gewitter, die Welt geht unter. Aber genau dort möchten wir jetzt fliegen. Dann machen wir im Simulator einfach, ja, wir haben jetzt schönes Wetter, Sonnenschein, die Vöglein zwitschern, der Wind ist still. Und sowas kann man dann in den Remarks eintragen, dass man mit eigenem Wetter fliegt. Weil man muss natürlich beachten, der Wind bestimmt ja die Richtung, aus der gestartet und gelandet wird. Wenn man jetzt natürlich einen völlig anderen Wind einstellt, ist das schlecht. Weil dann landet man auf einmal mit Rückenwind und das sollte man nicht tun. Das ist das Einzige, was es so zu beachten gibt. Man kann auch einfach mal zuhören. Die meisten Clients bieten an, dass man einfach nur als Beobachter einsteigt und sich einfach nur den Funk anhört, ohne dass man tatsächlich selber mit Flugzeug im Simulator drin ist. Falls das nicht geht oder einem das zu langweilig ist, kann man sich auch einfach auf den Parkplatz stellen. Strom an, Frequenz rein und einfach mal zuhören. Gerade bei großen Events, wenn man sich noch nicht so sicher ist, ein Riesenspaß. Kommen wir nun zu, was sollte man nicht tun? Gleichzeitig reden. Tatsächlich wird der Funk simuliert. Das bedeutet, wenn zwei auf der gleichen Frequenz zusammen reden, kommt nur ein Piep. Und der Tower muss dann nochmal nachfragen, hey, was wolltet ihr eigentlich? Witzig ist dann immer, wenn beide gleichzeitig wieder antworten. Aber irgendwann kriegt man das schon aufgelöst. Man sollte auch nicht auf einer aktiven Landebahn einsteigen. Man sollte generell nicht auf Landebahn einsteigen. Ganz schlechte Idee. Immer auf einem Parkplatz. Man stelle sich vor, da kommt gerade einer. Der landet, der hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Der ist seit 12 Stunden unterwegs, möchte nur noch landen und den Simulator ausschalten. Und dann, zack, moin, ich bin's. Wie geht's? Ajo. Muss der nochmal eine Runde drehen. Und wenn das dann noch ein gut besetzter Flugzeug ist, ne, dann ist der 12. in der Reihe. Dann steht er dann nochmal eine Stunde. Sollte man ihn machen, macht man sich sehr unbeliebt. Etwas eher, wenn man es nicht weiß, kann, sollte eigentlich nicht passieren, aber den Transponder auf 7500 stellen. Es gibt bestimmte Squawk-Codes, die bestimmte Bedeutungen haben. Und 7500 bedeutet, mein Flugzeug wurde entführt. Gar nicht gern gesehen. Wird mal sofort gekickt. So. Haben wir den Kram alles geklärt? Wir haben jetzt einen Flugsimulator, wir haben einen Client, wir wissen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Wir haben ein bisschen zugehört, wir sind selbstbewusst und möchten jetzt auf dieses Netzwerk rein. Jetzt ist die erste Frage, was mache ich eigentlich? Es gibt zwei Arten, wie man fliegen kann. VFR und IFR. VFR bedeutet Visual Flight Rules. Sichtflugregeln. Bedeutet, der Pilot selber ist verantwortlich, aus dem Fenster zu gucken und Gefahren zu vermeiden. Auch die Navigation macht er komplett selber. Dadurch, dass wir halt dann als Pilot selber stark in der Verantwortung sitzen, müssen wir auch ein paar Regeln beachten. Es geht hier um Sicht. Dementsprechend müssen wir uns auch an bestimmte Vorgaben halten. Es gibt jetzt hier MSL und AGL, Mean Sea Level und AGL Above Ground Level. Möchte einer raten, was der Unterschied ist? Ja. Richtig. MSL ist die Höhe vom Meer, also nach barometrischem Druck. Und AGL ist die Höhe vom Boden.
Das bedeutet, wenn der Flughafen schon in 2000 Fuß Höhe ist, dürfen wir noch 1000 Fuß über den Grund. Wenn der Flughafen 3000 ist, dürfen wir immer noch 1000 Fuß über den Grund. Obwohl wir schon auf 3000 wären. Wir müssen frei von Wolken bleiben. Wir dürfen keine Wolke berühren, wir dürfen nicht durchfliegen, weil wenn man in der Wolke ist, sieht man nichts mehr. Und das ist bei Sichtflug sehr schlecht. Gerade auf dieser niedrigen Höhe müssen wir immer Sicht zum Boden haben. Denn wir sind ziemlich nah über dem Boden. 1000 Fuß sind gerade mal 300 Meter. Und wir sollten halt immer im Blick behalten, der Motor geht aus, wo kann ich jetzt landen? Das kann man schlecht planen, wenn man nichts sieht. Und wir müssen 1,5 Kilometer in die Ferne sehen können. Jetzt merkt man hier schon, es gibt ein leichtes Durcheinander zwischen Vieh, Fuß und Kilometer. Das ist einfach der Geschichte der Fliegerei geschuldet. Die hat viel von der Seefahrt übernommen. Deshalb ist die Geschwindigkeit in Knoten, die Höhe oft in Fuß. Und weil die meisten Flugzeuge nun mal Geräte haben, die die Höhe in Fuß anzeigen, wird die Höhe in Fuß angezeigt und im europäischen Raum die Entfernung in Kilometern. Wir sind jetzt höher als 305 Meter, aber jetzt müssen wir von den Wolken 1,5 Kilometer horizontal und 1000 Fuß vertikalen Abstand halten. Die Sicht erhöht sich auf 5 Kilometer. Ab Flight Level 100 bleibt alles gleich, nur die Sichtweite muss jetzt 8 Kilometer betragen. Sollte irgendwas davon nicht gegeben sein, dürfen wir dort nicht fliegen. Sichtflug bedeutet auch, die Navigation kann über Hilfsinstrumente passieren, wie Radionavigation über Funk. Aber hauptsächlich bewegen wir uns darüber, dass wir Dinge sehen. Wir folgen einer Straße, einem Fluss, wir sehen irgendwelche Sehenswürdigkeiten, Schloss Neuschwanstein, da wissen wir genau, wo wir sind. Und man braucht bei VFA keinen Flugplan. Bei VATSIM ist es aber trotzdem sehr hilfreich, einen zu haben, damit halt gerade so, wenn jetzt einer guckt, brauchen wir heute Abend noch irgendwo einen Tower, sieht, da fliegen gerade noch drei Stück hin, dann gehe ich da vielleicht noch eine Stunde rein. Das andere ist IFA. IFA ist ein bisschen komplizierter, aber auch sehr interessant. Man fliegt nach Instrumenten. Das heißt, man programmiert einen Bordcomputer, man fliegt tatsächlich nur nach GPS oder Radionavigation. Und dadurch, dass wir nichts sehen müssen, da das Flugzeug sich drum kümmert, können wir bei viel schlechterem Wetter fliegen. Interessant ist IFA vor allem für so größere Dinge, Airbus, Boeing. Und bei IFA ist aber der Flugplan verpflichtend. Also der muss ausgefüllt werden. Schauen wir uns mal kurz Karten an. Das ist eine Luftraumkarte. Mal gucken, ob mein Präsender wieder mitspielt. Nein, leider nicht. Auf der linken Seite diese Kästchen, die wir da sehen, dieser rote Kasten mit den Kästchen oben drüber und unten drunter, das ist Baden Airpark. Hier haben wir Stuttgart. Die blauen Linien sind Lufträume, in denen besondere Regeln gelten. Die roten Kästchen sind halt die unmittelbare Umgebung zum Flughafen. Wir sehen da oben noch einen roten Kreis, das ist eine Gefahrenzone. Die dürfen wir, EDR, dürfen wir nicht befliegen. Wir sehen die französische Grenze und wir sehen natürlich auch Straßen, Flüsse, Züge. Und um Baden Airpark sehen wir auch so kleine blaue Dreiecke. Da stehen Buchstaben dran. Das sind VFR-Meldepunkte. Heißt, der Tower kann sagen, hey, du darfst hier reinfliegen, aber flieg bitte über Kilo, das ist K. Und dann müssen wir halt dort... Ach nee, das ist Romeo. Dann müssen wir über Romeo fliegen. Der befindet sich oben rechts an dem roten Kästchen. Genau, kommen wir zu Lufträume. Also das, was wir hier in 2D sehen mit den blauen Linien, da stehen auch Höhenangaben dran und dem roten Kästchen. Das können wir auch in 3D abbilden. Und jeder Luftraum hat halt so gewisse Regeln. Der Luftraum G, das ist da unten der pinke, der geht vom Boden bis 1200 Fuß über dem Boden. In dem gelten
ich sag's jetzt mal grob, keine Regeln. Da darf jeder fliegen. Der blaue, Klasse E, Luftraum E, ist tatsächlich der, der am meisten unseren Luftraum ausmacht. Überall, wo nichts ist, ist Luftraum E. Tatsächlich fängt überhalb von Flugfläche 600, wo Klasse A aufhört, fängt E wieder an. Und bei E gibt es erste Regeln ab 10.000 Fuß. Dort braucht man dann einen Transponder, der die Höhe übermittelt. Der Luftraum B, C und D sind vor allem für Flughäfen reserviert. Je nachdem, wie groß der Flughafen ist und wie viel Verkehr dort herrscht, gibt es einen anderen Luftraum. Klasse B für hochfrequentierte Flughäfen, Klasse C für mittlere, Klasse D für kleine. Und wir können hier auch sehen, es gibt bestimmte Größenangaben, wie groß dieser Luftraum ungefähr sein soll und von welcher bis welcher Höhe er geht. Für Luftraum A darf nur IFA geflogen werden und es muss vom Turm eine Freigabe geben. Das gleiche bei Klasse B. Dort darf man nur reinfliegen mit Freigabe, mit Funkgerät und Höhenangabe. Bei Klasse C und D ist es ein bisschen weniger streng. Dort müssen wir eine Zwei-Wege-Kommunikation erstellen. Das bedeutet, wir sagen beim Tower, hallo, ich bin's, Marvin. Und der Tower sagt, hi Marvin. Damit ist die Zwei-Wege-Kommunikation erreicht und wir dürfen in diesen Luftraum einfliegen. Wenn der Tower jetzt sagt, hi, ich bin Marvin, und der Flug sagt, hi, Flugzeug, das gerade gerufen hat, bitte warten Sie, dann dürfen wir nicht reinfliegen, weil er hat uns nicht mit unserem Namen wieder zurückgerufen. Das heißt, diese Zwei-Wege-Kommunikation kam nicht zustande. Bei Luftraum C brauchen wir Funkgerät und Transponder mit Höhenangabe. Bei Luftraum D reicht tatsächlich das Funkgerät. Das Ganze gibt es hier nochmal als interessante Tabelle, schnell zusammengefasst. Und wir schauen uns jetzt mal noch kurz an, wie so ein Flugplatz, Flughafen grob aufgebaut ist. Wir haben hier vorne vor dem roten Kästchen das Vorfeld, das ist der Parkplatz. Und wir haben diese gelben Linien, das sind die Rollwege. Die haben Buchstaben, damit wir sie definitiv auseinanderhalten können. Wenn es ein bisschen komplexer wird, können sie auch Buchstaben und Zahlen enthalten. Vor einer Landebahn gibt es immer einen Rollhalt. Dort muss angehalten werden, bis die Freigabe gibt, dass man auf die Start- und Landebahn darf. Und erst wenn ein Flugzeug über diesen Rollhalt drüber ist, gilt die Landebahn auch als frei. Das bedeutet, wenn man zu früh bremst und das Heck noch hinter den Rollhalt rollt, obwohl niemand mehr auf der Landebahn ist, gilt diese nicht als frei. Muss man beachten. Wie findet man sich jetzt auf so einem Flugplatz zurecht? Na, da gibt es wieder Charts für. Sehen recht kompliziert aus. Sagen aber genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Das sind alles, das sind Rollhalte, das sind Landebahnen. Es gibt noch ein paar Informationen, wie unten links in der Box steht, wie lang die Landebahn noch ist, von welchem Rollhalt aus. Das ist vor allem sehr interessant, wenn man einen kleineren Flieger fliegt und sagt, ja, du startest mal von der Mitte aus, dann kann man gucken, reicht der Platz. Und es gibt noch andere Art von Charts. Das wäre jetzt ein Anflugchart. Sieht auch sehr erschlagend aus, wenn man sich da mal eine Viertelstunde mit auseinandersetzt, ist das komplett klar. Da stehen drauf Frequenzen, wen muss man wo anrufen, wo gibt es Meldepunkte. Die durchgezogenen Linien ist der Flugweg, den wir fliegen müssen, um auf dieser Landebahn zu fliegen. Das gilt jetzt für IFA, nicht für WFA. Und die gestrichelte Linie ist, wo wir lang fliegen müssen, wenn unsere Landung missglückt. Also wir merken, ja, wir sind zu schnell, wir müssen nochmal durchstarten. Sagen dann dem Tower, hey, das klappt nicht, ich muss nochmal eine Runde drehen. Dann fliegen wir die gestrichelte Linie. Im unteren Bereich sehen wir halt, welche Höhe wir zu welchem Punkt haben müssen, um erfolgreich auf dieser Landebahn landen zu können. Jetzt gibt es noch Rufzeichen. Rufzeichen ist wie ein Autokennzeichen, nur für Flugzeuge und wird halt im Funk verwendet. Die werden nach bestimmten Regeln definiert. Deutschland zum Beispiel DF, DE für einpropelligere Maschinen. In Italien hat alles I bis A bis Z. In Brasilien geht es tatsächlich zum Beispiel mit zwei Buchstaben los, PP, PT oder PR.
Dadurch haben sie dann nur noch 3 Buchstaben hinten. Also es sind immer 5 Buchstaben. Und wer einfach mal sehen will, wie die generiert werden oder was in welchem Land gilt, ich habe da mal was geschrieben. Ich mache einfach mal unverschämt Eigenwerbung. Und kommen wir noch kurz zur Kommunikation. Die Kommunikation findet immer in Englisch statt. Außer wir sind in VFA unterwegs, dann dürfen wir in der Ländersprache funken. Die Kommunikation geht auch über Chat. Das hatten wir. Buchstaben und Zahlen werden im Funkfliegeralphabet verwendet, besagt, ausgesprochen. Im Deutschen gibt es die Besonderheit der 2. Um Verwechslung zwischen 2 und 3 zu vermeiden, sagt man 2. 1, 2, 3. Ansonsten muss man das halt auswendig lernen. Für mehr Informationen über Theorie gibt es tatsächlich dieses Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, weil in Amerika ist das mit der Fliegerei ein bisschen tiefer verankert und dadurch gibt es da sehr viele Lernressourcen kostenlos. Während man bei uns dafür dann halt Bücher kaufen muss, die richtig viel Geld kosten. Also wer sich da ein bisschen einlesen möchte, sehr empfehlenswert. Jetzt haben wir ziemlich viel gelernt, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie so ein Flug stattfinden würde. Wir sind vorne auf dem Vorfeld, wir sagen dem Turm, hey hier, hallo, ich bin da, ich würde gern fliegen. Und der Turm sagt, hey, hallo, schön, dass du da bist, was ist denn dein Plan? Mein Ton ist weg. Alpha, auf dem Vorfeld, Platzrunde, erbitte rollen. Na, wo gehen wir nochmal, Moment. Baden-Turm, Delta Foxtrot Tango Kilo Alpha, auf dem Vorfeld, Platzrunde, erbitte rollen. Also, wir sprechen den Turm an, Baden-Turm. Ich bin Delta Foxtrot Tango Kilo Alpha. Ich bin auf dem Vorfeld. Ich möchte eine Platzrunde drehen. Das ist jetzt diese blaue Linie. Platzrunde bedeutet, wir starten, wir fliegen einmal rund um den Platz nach einem bestimmten Muster und landen wieder. Und wir erbitten das Rollen. Das bedeutet, wir möchten zur Landebahn. Delta Kilo Alpha, rollen Sie zum Rollhaltpiste 04. Über Bravo und Alpha, QNH 1019. Squawk 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt gesagt bekommen, wir dürfen da unten über Bravo und Alpha rollen, müssen am Rollhalt 04 anhalten. Der QNH ist halt der Druck, barometrische Druck am Platz und unser Squawk ist 1, 2, 3, 4. Was es hier jetzt zu beachten gibt, wir haben angefragt mit Delta Foxtrot Tango Kilo Alpha und haben zurückbekommen Delta Kilo Alpha. Das bedeutet, am Platz sind gerade wenig Leute unterwegs oder es gibt keine Verwechslungsgefahr zwischen 2 Kennzeichen. Ab sofort dürfen wir auch das verkürzte Kennzeichen verwenden. Also. Rolle zum Rollhalt Pisten 04 über Bravo und Alpha. Squawk 1, 2, 3, 4, Delta Kilo Alpha. Wir haben jetzt nur noch quittiert mit Delta Kilo Alpha. Wie Funk so funktioniert ist, man stellt eine Anfrage, man bekommt eine Antwort. Man quittiert, dass man diese Antwort verstanden hat. Also man wiederholt einfach wieder das, was man bekommen hat. Man muss so ein paar Anfragen auswendig lernen, wie die gestellt werden. Der Rest ist wiederholen. Also, wir rollen jetzt über Bravo und Alpha zu unserem Rollhalt. Wir sind am Rollhalt angekommen. Delta Kilo Alpha, Rollhalt Pisten 04, Abflug bereit. Was es jetzt hier zu beachten gibt, wir sagen Abflug bereit. Wir sagen nicht bereit zum Start, Abflug bereit. Das Wort Start oder im Englischen Take Off darf nur der Tower verwenden. Und nur wenn der Tower das verwendet hat, dürfen wir das wiederholen zum Quittieren. Das ist einfach, um ganz klar Missverständnisse zu vermeiden. Wir haben sie jetzt abflugbereit. Delta Kilo Alpha, fliegen Sie in die Platzrunde Piste 04. Wind 020 Grad, 4 Knoten, Piste 04 startfrei. Wir haben jetzt gesagt bekommen, hier, du darfst in die Platzrunde Piste 04, das ist genau, die von unten nach oben. Wir bekommen nochmal den Wind und den Knoten gesagt. Wetterangaben muss man nicht wiederholen. Wir müssen jetzt hier aber wiederholen, dass wir in die Platzrunde fliegen und dass der Start frei ist. Jetzt dürfen wir Start fliege verwenden. Fliege in die Platzrunde, Pisten 04, Start frei, Delta Kilo Alpha. So, wir rollen also auf unsere Piste, wir starten. Wir gehen in den Abflug. Sobald wir 500 Fuß über dem Boden sind, gehen wir in eine Linkskurve. Setzen unseren Steigflug fort, bis wir 1000 Fuß über Grund erreicht haben. Das ist die normale Höhe für eine Platzrunde. Wir gehen in den Gegenanflug. Sobald wir die Mitte der Landebahn erreicht haben, fangen wir an, Geschwindigkeit rauszunehmen. Sobald die Bahn 45 Grad hinter uns ist, fangen wir mit dem Sinkflug an.
gehen dann in den Queranflug, sinken weiter, gehen in den Endanflug und melden uns dann nochmal beim Tower. Delta Kilo Alpha im Endanflug. Pisten 04 zur Landung. Wir haben ihm jetzt gesagt, wir sind im Endanflug auf der Piste, wir würden gerne landen und bekommen... Delta Kilo Alpha, Wind 020 Grad, 4 Knoten, Piste 04, Landung frei. Piste 04, Landung frei, Delta Kilo Alpha. Und damit dürfen wir jetzt auch landen und verlassen dann über, zum Beispiel hier in dem Fall jetzt, weil wir schnell genug gelandet und gebremst haben, über Charlie... Die Landebahn rollen komplett hinter den Rollhalt. Jetzt kann es noch sein, dass der Tower uns zum Boden weiterleitet, der sich dann halt um den Verkehr auf dem Boden kümmert. Bei kleineren Flughäfen meistens nicht. Noch ein paar schnelle nützliche Tools. SimToolKit Pro, das ist tatsächlich ein kostenloses Tool, mit dem man Flüge sehr schnell planen kann, VFA wie IFA. Man kann sich seine virtuelle Flotte verwalten, ein bisschen mit Freunden. Es werden alle Flugsimulatoren unterstützt. Man kann direkt Charts finden, also man kann einen Flug planen, die Charts gleich rausfinden, die ich gezeigt habe, die man oft braucht. Man kann Wetter gucken, Wind berechnen und so weiter. Es gibt noch Volanta. Ein auch kostenloser Flight Tracker, mit dem man halt seine Flüge aufnehmen kann. Er bietet noch ein paar spielerische Dinge wie Herausforderungen oder ein Logbuch, welche Länder man bereits besucht hat und kann sich halt ein bisschen mit seinen Freunden messen. ChartFox ist eine kostenlose Anwendung, für die man einen WattSim-Account braucht. Auf der kann man Charts finden. Auch die ist in SimToolKit Pro integriert. Wer es ein bisschen professioneller haben möchte, kann Navigraph holen. Der kümmert sich darum, dass bei Airbus, Boeing, Flugzeugen die Flugdatenbank aktuell ist und liefert auch hochqualitative Charts von Jeppesen. Wie gesagt, das ist ein kostenpflichtiger Dienst. SimBrief, gekauft von Navigraph, immer noch kostenlos zur Verwendung. Kann man mit IFA-Flüge planen. Man sagt, man fliegt von hier nach da, man hat so viel Treibstoff und dann spuckt er einem eine Route aus. Macht einem das Leben sehr viel einfacher. Die Flight Map, die ich vorhin gezeigt habe, mit den ganzen blauen Kästchen, kam von Open Flight Maps. Das ist sowas wie Open Street Maps für Flugsimulatoren. Und auf SimAware ist eine Webplattform, da kann man gerade sehen, wer fliegt wo, welche Türme sind online. Genau. Kann man immer rausfinden, wo gerade was los ist. Fragen? Test. Okay. Du hast vorhin verschiedene Flugsimulatoren auch angebracht. Mhm. Das ist eine Umgebung zum Beispiel jetzt bei WattSim und dann gibt es einen Client dazwischen. Das heißt, irgendwie werden die vom Flugsimulator kommenden Daten verändert, zusammengefasst. Gibt es da ein Protokoll? Okay. Oder? Also technisch würde mich interessieren, wie das zusammenpasst. Mhm, also wenn du zum Beispiel mit X-Plane fliegst und ich mit genau. Flugsimulator. Keine Ahnung. Technisch ist es so... Beim neuen Flugsimulator geht es, glaube ich, über eine DLL-Library, SimConnect. Die gibt es auch schon etwas länger. Ansonsten gibt es XUIPC und FSUIPC für Flight Simulator in X-Plane. Und es sind Libraries, ne, beziehungsweise Endpunkte, die spucken Daten aus. Und der Client sammelt einfach nur Daten wie, was bist du für ein Flugzeug, Koordinaten, Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und reicht es weiter. Und dadurch... dass die Informationen halt in allen Simulatoren gleich sind, kannst du das halt dann abgleichen. Funktioniert das dann auch in die andere Richtung, dass man andere Flugzeuge direkt in seinem Simulator sieht, oder? Ja, natürlich, das ist der Spaß dabei. Wenn du jetzt auf einem Event bist, bei WattSim gibt es einmal im Jahr Cross the Pound. Das ist, man fliegt von Europa nach Amerika oder von Amerika nach Europa. Da bist du dann mit 200, 300 Flugzeugen auf einem Flugfeld unterwegs. Bis du da mal zum Funken kommst, vergehen Ewigkeiten. Aber du siehst auch jeden einzelnen Flieger. Du siehst sie starten, du siehst sie landen, du siehst sie rollen. Du weißt genau, was die anderen machen. Und seit einem neuen Update ist die Frequenz, in der geupdatet wird, nicht mehr alle jede Sekunde, sondern im 5-Hertz-Bereich, also einmal alle 5 Millisekunden. Das funktioniert auch mit unterschiedlichen. Ja, natürlich. Also alles, was ich hier gezeigt habe, ist komplett übergreifend über alle Flugsimulatoren.
Gibt es irgendwie einen Simulator, der sehr empfehlenswert für Anfänger ist? Ich sage das sehr ungern, aber es ist der Microsoft Flight Simulator. Die Physik ist da nicht so... Ah, jetzt fange ich einen Krieg an. Ich merk's schon. Ist da nicht so ganz akkurat. Es reicht. Er ist aber vor allem sehr schön. Und er bietet sehr viele Funktionen, um einem das Leben leichter zu machen. So geführte Checklisten, wo muss ich jetzt was klicken, wo er dann genau zeigt im Flugzeug, hier ist der Knopf, drück jetzt den, flieg von dem Wegpunkt nach dem. Es gibt Tutorials, wie VFR und IFR funktionieren. Also tatsächlich, wenn man mit anfangen möchte, ist es aktuell der Microsoft Flugsimulator. Dann vielen Dank für deinen Vortrag.